das drohende Vorrundenaussitz dem DFB-Team im Nacken. Hilft der Tapetenwechsel und das neue Quartier in Sotschi? Geklappt hat das schon einmal. Aus Russland berichtet Patrick Strasser. Mats Hummels am Strand des neuen DFB-Quartiers. Sotschi am Schwarzen Meer, nun also mit eigenen Augen. Ein Ferienzentrum der Russen, ihr Mallorca eben. Mehr als 4 Millionen Touristen pro Jahr, davon sollen nur rund 3% Ausländer aus dem nicht russischen Ausland kommen. Familienhotels am Meer aufgereiht, mehrere Reihen am Wasser, Strandboden La Bellec oder Said. Strandpromenade mit oben ohne Joggern, die Männer freilich und Kinder, die ihr Softeis zwischen Mund und Bürgersteig balancieren. Hat alles schon einmal geklappt. Bereits vor 8 Uhr am Morgen tummeln sich die Familien an den Strandabschnitten, mit allen erdenklichen aufblasbaren Tieren als Schwimmboje an der Hand. Glücklicherweise dienen diese Plastikgefährten nicht als WM-Orakel. Eis am Stiel, alles am Spieß, Sonnenmilch parfümiert die Luft, Knopf wie so manches Restaurant. Außer man geht ins Aloha-Café. Sommer-WM, Winterspiele wie anno 2014, möglich ist alles. Hier wohnt die Nationalelf. Hier im Süden der Region Krasnodar, den Kaukasus in der Ferne im Blick, das Vorrundenaus im Nacken. Hier will man sich konzentrieren, so gut es geht. Hat schon mal geklappt, beim Confed Cup 2017. Ahoi!